Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der letzte V natürlich mal wieder. Und das erste Frühjahrsspiel unserer Blackies ist bestritten. Am Ende war es ein 1:1 zwischen unseren Schwarz-Weißen und dem SV Mattersburg. Über die gesamte Spielzeit gesehen würde ich persönlich sagen, dass wir das bessere Team waren, speziell in der zweiten Hälfte. Aber gehen wir den ganzen der Reihe nach. Angefangen die ersten Minuten ein bisschen mit giftigeren Mattersburgern, danach ein bisschen Leerlauf, so ab Minute 20, aber auch Sturm mit in der Partie. Die erste richtig gute Chance bei uns, die hatte Jakubovic, der etwas überraschend für mich in der Startelf gestanden war und auch eigentlich eine sehr gute Partie, wie ich finde, für den ersten Auftritt auch hingelegt hat. Auf jeden Fall, er kommt über halblinks zum Schuss, der Ball geht allerdings ganz, ganz knapp, soweit ich es gesehen habe, am Mattersburger Gehäuse vorbei. Dann ja, plätschert die Partie so ein bisschen vor sich dahin. Sturm ist, wie soll ich sagen, passiv, aggressiv in der Offensive. Also man schafft es schon, die Mattersburger vom eigenen Tor wegzuhalten. Aber wirklich so die ganz großen Torchancen kreieren, war jetzt nicht die Kunst unserer Blackies im ersten Durchgang. Und ja, als eigentlich beide Parteien schon so ein bisschen mit dem 0-0 wohl gerechnet haben, im Unterbewusstsein, ja, da fiel dann das 1-0 für die Mattersburger. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wer der Torschütze ist. Ich werde es euch auf jeden Fall einblenden. In Minute 40 jedenfalls geschehen. Mattersburg, ja, im 16er unserer Blackies. Sturm kann den Ball nur bedingt aus dem 16er raushauen und dann kommt aus der zweiten Reihe dann ein Burgenländer und der schießt den Ball dann wohl relativ unhaltbar für Siebenhandel ins Tor und das war eben die für mich zu diesem Zeitpunkt schon ein bisschen überraschende Führung für den SV Mattersburg. In der zweiten Hälfte dann unsere Blackies aber ein bisschen verändert, gleich mit einer Riesenchance durch Jakub Janscher. Die letzte V-Tour. Servus. Man tankt sich. Komm mit drauf. Na, ist drüben. Falsche Richtung bist du. Also, warte. Hey. Servus. Wie geht's euch? Passt das. Auf jeden Fall, Sturm tankt sich über die linke Seite durch. Jakub Janscher hat dann mit dem Kopf wirklich ein Pech, dass er das Tor um Millimeter, glaube ich, fast schon verfehlt. Und Sturm wenig später, aber dann trotzdem mit dem Ausgleichstreffer ein Bilderbuchpass von Sandy Lovric in den Lauf von Ota Kitaishvili. Und der kommt eben schneller als Mattersburg-Keeper Kuster an den Ball und trifft dann zum sehenswerten 1-1 Ausgleich. Danach eigentlich Sturm druckvoller die ganze zweite Hälfte. Aber man trifft das Tor nicht. Man versucht es auffällig oft aus der zweiten Reihe, aber so ganz fehlt halt die Präzision im Endeffekt. Und so langsam eben im zweiten Durchgang hat man schon gemerkt, okay, die Ideen gehen den Blackies so ein bisschen aus, aber man hat es versucht und wieder versucht und dann am Ende wäre man fast noch belohnt worden. Aber leider, ja, ähnliches Pech wie zu Beginn der zweiten Halbzeit. Michael John Lehmer, nachdem sich Sturm über links schön durchsetzt, ich glaube, Esse und Kitaishvili waren es im Verbund, die sich hier schön zusammenspielen, eben dann die Hereingabe auf Lehmer und der verfehlt mit dem Kopf das Tor auch nur wahnsinnig knapp. Also, tja, was soll man sagen? Sturm hätte aufgrund der zweiten Halbzeit den Sieg verdient gehabt. Aber wenn man bedenkt, dass man ja die letzten beiden Spielzeiten hier gleich mal mit einer Niederlage und schwachen Spielen gestartet ist, dann muss ich sagen, hat man eine Steigerung erkannt. Man hat das erste Gegentor ganz nebenbei bekommen unter Roman Mehlich. Und ja, startet aber zumindest mal nicht mit einer Niederlage von dem her. Tja, müssen wir uns damit abfinden und ja, gegen den LASK, da muss natürlich jetzt punktemäßig nachgelegt werden. Von dem her war es das dann auch schon wieder von mir und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lance TV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarzen natürlich und bis dann. Ciao, ciao.